Hallo liebe Freunde des gefalteten Blattes, heute falten wir das Papierflugzeug Mosquito von Nick Robinson. Dafür braucht ihr ein stinknormales A4 Blatt Papier. Das ist leicht fortgeschritten im Schwierigkeitsgrad, weil wir ein bisschen Origami-Technik anwenden und weil es schief und krumm fliegt. A, wenn Wind weht, wie ihr im Video gesehen habt, und wenn man nicht ganz genau faltet. Also beginnen wir mit einer ganz genauen Falte durch die Mitte durch. Öffnen das Blatt wieder und markieren die Viertel. Die muss ungefähr so ein Drittel der Länge vom Blatt sein. Ruhig ein bisschen weniger. Die benutzen wir jetzt gleich zur Orientierung. Und zwar legen wir da die Ecke drauf und lassen die Kante durch die Mitte gehen auch noch. Also die Kante von hier nach da fallen. Und auf der anderen Seite genauso. Also die Kante geht durch die Mitte und die Ecke liegt auf der Viertelmarkierung. Hervorragend. So, wenn das jetzt genau sitzt, falten wir die Kante von außen auf die Mittellinie. Auf beiden Seiten machen wir das. Jetzt seht ihr schon, das gibt so ein schönes Dreieck. Da muss ich auch nochmal genauer nachziehen. Wie gesagt, schön genau falten, sonst gibt es kein gutes Flugzeug. So, jetzt nochmal hier die winkelhalbierende Falten, auf gut Deutsch Kante auf Kante. Schön bis zum Ende sauber durchziehen. Und auf der anderen Seite genauso. Das Diagramm könnt ihr auch auf Nick Robinsons Homepage finden. Aber was jetzt viel wichtiger ist, erstmal entlang dieser Kante in der Mitte falten. Und zwar parallel zum übrigen. Also ihr seht ja, da ist die Kante vom Papier. Und das geht parallel zur oberen Kante und die Spitze geht auch zur Spitze. Und jetzt falten wir beide Seiten zusammen und machen eine Hasenohrfalte. Rabbit Ear zu Englisch. Und die sollte ganz genau plan, gerade aussehen. So, in beide Richtungen nochmal nachfalten. Jetzt liegen da schon viele Schichten aufeinander. Und wir falten hier dieses Hasenohr nochmal in der Winkelhalbierende, Kante auf Kante. Und machen eine Quetschfalte, Squash Fold zu Englisch. So, dass die Mittellinie auf der Mittellinie von der untersten Lage liegt. Und es genau symmetrisch ist. Hier falten wir dann nochmal die oberen Kante von diesem Diamantmuster, das wir jetzt erhalten haben, nochmal zur Mitte. Und entlang dieser Kante, die da entstanden ist, falten wir die untere Spitze nach hinten. Und jetzt machen wir eine doppelte Blütenblattfalte, Petal Fold, öffnen das und ziehen das nach hinten. Das kennt ihr zum Beispiel vom traditionellen Kranichmodell, dieses Manöver. So, schön glatt und gerade machen. Und das war jetzt auch schon das Schwierigste. Jetzt geht es ganz einfach weiter. Den Flieger in die Hälfte falten. Und noch die Flügel falten. Wie machen wir das? Jetzt haben wir ja da oben die Kante von vorhin noch. Die nehmen wir und legen sie auf die untere Kante. So weit nach vorne, wie es geht. Das begrenzt dann unsere Falte auch. Hier parallel da drauflegen und schön nachziehen. Das machen wir auf der anderen Seite ebenso. Und ihr werdet merken, die Falten sind nicht parallel, sondern in einem spannenden Winkel. Aber das sorgt wirklich dafür, dass alles sehr genau sitzt und gerade fliegt. Deshalb mag ich das Modell auch sehr und empfehle euch, noch andere Modelle von Nick Robinson euch anzuschauen oder noch andere Papierflieger, die wir haben, weil jetzt sind wir schon fertig mit unserem Flieger. Wenn euch das gefallen hat, abonniert doch meinen Kanal, dann kriegt ihr immer Bescheid, wenn es ein neues Video gibt. Schaut euch den besten Papierflieger der Welt an, wenn ihr links klickt, oder rechts das Superflugzeug, was
fliegt, als ob es an einer Schnur wäre. Wenn ihr euch noch mehr interessiert, dann geht doch auf tavinsorigami.com, meine Homepage, folgt mir auf Facebook oder Google+, lasst mir Kommentare da, erzählt euren Freunden davon. Bis bald!